Der 21. Prozesstag im Verfahren gegen Stefan B., ein sehr wegweisender Prozesstag wird es, das ist spätestens jetzt am Mittag klar, denn die Plädoyers beginnen, die Schlussvorträge. Die Bundesanwaltschaft wird jetzt gleich verkünden, welche Strafe sie für angemessen hält für Stefan B. Denkbar ist zumindest, dass sie eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung fordern wird. Das wird hier zumindest erwartet von vielen Beobachtern. Und dann wird es weitergehen. Auch die Nebenkläger werden ihre Schlussvorträge und ihre Plädoyers halten und entsprechend ihre Forderungen an das Gericht hier darlegen. Und auch der Angeklagte mit seinen Verteidigern wird sich äußern können. Der Angeklagte hat in solchen Verfahren immer das letzte Wort. Es ist allerdings davon auszugehen, dass es so weit heute noch nicht kommt. Ganz im Gegenteil, das wird wohl Tage dauern, Prozesstage dauern, bis alle Plädoyers hier gehalten werden, was einfach mit der großen Zahl der Nebenkläger, Nebenklageanwälte zu tun hat. Wir werden also heute Abend schlauer sein und wissen, in welche Richtung hier das Ende dieses Prozesses geht.